So, ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Upsala. So, erstmal stolz den Rücken hier. Achso, jetzt habe ich gleich meine Haare gemacht. Ach, sieht nicht so schlimm aus. Feierabend. Tschüss. Frisur sitzt noch. Goddammit. Ja. Wie man merkt, es ist eine kleine spontane Aufnahme. Dinge sind geschehen. Ja. Zum einen, ich will es noch gar nicht zeigen, das ist einfach so ultra dumm. Zum einen, ja, habe ich ja wie angekündigt ein paar sehr kurze, durchaus wenige unter 10 Sekunden lange Ascensions gemacht. Also, ne, hat dir gezeigt, immer. Wie jetzt? Jetzt bin ich raus. Ascension gemacht? Nein, genau. Gewartet, bis ein Clickable kommt. Dann eine Ascension gemacht. Dann eine Clickable so oft angeklickt, bis ich keine Rubine mehr bekommen habe. Also, bis ich 25 Rubine hatte. Dann mit dem Gold, was ich durch das Klicken, also durch das Zerpoppen dieser Dinger da, Quatsch, die sind ja halt nicht zerpoppt, die sind ja da geblieben, durch das Anklicken bekommen habe, das Gold, damit dann Armenhof gekauft, gleich Level 200, ascended. Dann war ja dieses Clickable immer noch da, weil die überstehen ja auch die Ascension. Das heißt, wieder eine Klick, solange bis ich keine Rubine bekommen habe, dann mit dem Gold wieder Armenhof gekauft, ascended. Clickable angeklickt, einmal noch gekauft, ascended. Angeklickt, gekauft, ascended. Klick, kauft, send. Ein paar Mal. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, scheiße, ich habe 2000 Rubine. Wird langsam langweilig und langsam ein bisschen scheiße. Hab dann auch aufgehört. Und hab dann eine richtige Ascension. Also, ne, so wie wir es sonst immer machen: einmal kaufen bis Frostleaf gekauft, gewartet bis Wupperwut. Oder Webwood oder wie auch immer der hieß, die gekauft und so weiter und so fort. Bis dann schicksalhafterweise wieder so ein Clickable kam. Also dachte ich, komm, I don't fucking care, ich klicke nochmal so oft, wie ich Rubine bekomme. Und dachte mir, dann soll ich keine Rubine mehr bekommen, okay, was machst du denn jetzt? Bleibt jetzt einfach die ganze Zeit da oder was? Habt ihr denn auch einfach gesagt, okay, komm, bleibt halt da, ist mir auch egal. Bis dann einer dazu kam. Ja. Okay, hatte ich auch mal zweite von den Dingern. Normalerweise sollte das so nicht passieren. Dann habe ich den angeklickt, da habe ich aber dann keine Rubine mehr bekommen. Das heißt also tatsächlich, sobald du einmal 25 Mal geklickt hast, ist dann auch, wenn ein neuer kommt oder so, kriegst du ja auch trotzdem keine mehr. Ne? Also. Naja, er hatte ich da auf einmal zwei. Dann kam aber tatsächlich ein gelber Fisch wieder, also so ein, die wir auch früher hatten. Als ich die dann angeklickt habe, habe ich dann halt das Gold bekommen, auch keine Rubine. Aber der ist dann wieder weggegangen. Trotzdem sind die beiden Eier da geblieben. Das war vor 2 Stunden. Jetzt sieht's so aus. 1, 2, 3, 4. Der ist neu. 5, 6, 7. Ja, danke dafür. Ich kann jeden anklicken, wie ich möchte. Hier kommt immer dieses Yay. 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 Das ist so dumm einfach. Ja. Es werden halt einfach immer mehr. Das Witzige ist, ich habe gemerkt, man kann die wegbekommen, tatsächlich. Und zwar, wenn man hier in die Mitte klickt oder so im Bereich der Mitte, da wo man normalerweise klickt, Bug. Wenn man aber weiter unten klickt, dann verschwinden die tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, was dafür. Oh, jetzt kommt, wow, jetzt kommt direkt der nächste neue. Lol. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Also wir können das tatsächlich alle entfernen. Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt damit hier den Idol unterbrechen. Nee, tatsächlich nicht. Er registriert das also immer noch als Klicken auf das Ding drauf. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Aber so kriegen wir sie entfernt. Okay. Und was mir dann noch aufgefallen, also jetzt ist alles so, wie es sein soll, ne? Wir haben mittlerweile 2073 Rubine, danke dafür.
Also, können wir ein bisschen was mit anfangen? Ich weiß auch noch nicht, was wir damit machen. Vielleicht Timelapse oder sowas? Keine Ahnung. Und mir ist aufgefallen, wie gesagt, ich spiele auch nebenbei, just for fun, einfach weil ich Langeweile habe. Und wenn zum Füllen der Langeweile ein Idle Game nicht reicht, dann startest du es halt einfach nochmal. Ja, die alte Version, damit spiele ich das parallel auch. Einfach just for fun, mal gucken, wie weit man damit kommt. Ich bin hier mittlerweile auch schon bei Alabasta. Wie gesagt, wir waren ja bei uns im Let's Play, waren wir bereits bei Wupfer-Wett. Da bin ich noch nicht. Aber auf einem guten Weg. Und was ich eigentlich zeigen wollte. Nanu. Ah, ja. Hier gibt es genau die gleiche Konstellation. Das heißt, unsere schicken Bosse, sieht man den jetzt hier? Genau, ne? Ist genau der gleiche. Das heißt, dieses Feature kam tatsächlich nicht erst bei Version 1.10 dazu, 1e10, sondern schon viel, viel früher, weil das ist ja Version 1e7. Und hier sind auch die Eier. Das Seltsame ist nur, hier funktioniert das. Wenn ich jetzt hier raufklicke, verschwindet es direkt. Also. Okay, macht keinen wirklich Sinn. Das heißt, das Feature war früher schon mal drinne oder ist mindestens seit hier schon drinne gewesen. Hier hat es aber funktioniert und es wurde erst später fehlerhaft. Seltsamerweise aber nur die Normalklicke, die funktionieren. Also ich habe keine Ahnung, was da wirklich schiefgelaufen ist. Ich tippe persönlich mittlerweile, ne, ich bin ja selber auch Programmierer, von daher kann ich mir so manche Reims machen, was so passieren könnte. Und was ich mir als vorstelle, ist tatsächlich, dass die halt eine eigene Funktion nutzen, diese früher schon hinzugefügt wurde, die Clickable-Funktion an sich aber im Nachhinein später bearbeitet wurde, weil neue Features, API-Änderung, weiß der Geier was. Auf jeden Fall wurde die originale Funktion geändert, die abgewandelte Funktion wurde aber nicht korrigiert, also nicht darauf angepasst und ist deswegen mittlerweile über die Zeit scheinbar verbuggt. Weswegen die normalen Clickables, die ja wahrscheinlich dann auch geändert wurden, jetzt immer noch funktionieren, während die speziellen Clickables irgendwie nicht aktualisiert wurden oder fehlerhaft aktualisiert wurden und damit nicht mehr funktionieren, obwohl sie früher funktioniert haben. Ja, ich kann es mir halt nur irgendwie so erklären, keine Ahnung, nagelt mich nicht drauf fest. Wie gesagt, man macht sich halt seine Reime, ja. Es ist wie ein, ich weiß nicht, ich werde noch gläubig. Man versucht Lösungen zu finden, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall witzige Konstellation. Das heißt, mal gucken. Also, es ist jetzt tatsächlich immer noch der gleiche Tag. Siehst du jetzt hier normaler? Und bei ihm funktioniert es auch. Kein Problem. Genau. Es ist tatsächlich noch derselbe Tag wie die letzte Aufnahme. Das heißt, ich habe jetzt quasi schon drei Folgen. Das heißt, morgen wäre dann die vierte Folge. Oder ich mache morgen einfach gar keine Folge. Da habe ich trotzdem drei Folgen für Montag. Easy. Ja. Auf jeden Fall bin ich echt gespannt, was wir hier noch machen können. Vor allem wäre halt die Frage, machen wir jetzt noch mehr Quick Ascensions für Rubine? Ist das legit? Also, es ist natürlich nicht legit. Ich meine, ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie. Ihr könnt hier, ne? Statistik. Ascension. Yay. Ja, zwischendurch habe ich mal überlegt, ob ich nicht doch aufhören sollte. Habe dann aber doch gedacht, nee, scheiße, ich mach weiter. Brr. Hier. Ach doch, jeweils über 10 Sekunden. Okay, schade. Na gut. Ja. Man merkt, sehr kurze Ascension. Wenn es hier auch noch stehen würde, wie viele Rubine man jeweils bekommen hat, dann würde jetzt überall 25 stehen. Wobei, ach siehst du, hätte ich gleich mal gucken können. Ich hatte jetzt eine sehr lange Testpalette. Hätte ich ja schon mal verifizieren können, ob man wirklich 25 mal Rubine bekommt. Oder 25 Rubine bekommt. Hä, Ronny, was? Ja, weil 25 Rubine maximal bekommen. Würde ja bedeuten, man kann maximal 25 Rubine bekommen. Hä? Ja, okay. Aber 25 mal Rubine bekommen heißt ja. Weil man kann ja auch, wenn man Rubine bekommt, kann man ja auch teilweise zwei bekommen. Und da ist jetzt die Frage,
ne, ob man 25 Mal Rubine bekommt. Und wenn man jetzt zum Beispiel 25 Mal 2 Rubine bekommt, dann könnte man zum Beispiel 50 Rubine bekommen. Oder ob das Spiel intern sagt, okay, nein, ab 25 wird allgemein gecapped, egal wie oft du geklickt hast, um bis dahin zu kommen. Ist halt die Frage. Gut. Achso, siehst du mal, könnt ihr jetzt einfach mal zusammen. Achso, ja, scheiße, jetzt weiß ich nicht, wie viele Rubine ich davor hatte. Ah, sonst könnte man jetzt einfach mal gucken. Aber davor. Kann man das irgendwie noch ermitteln, wie viel ich davor. Warte mal ganz kurz. Ich habe noch unseren alten Speicherstand. Ich gehe mal kurz in den Hacker rein. Da muss ich jetzt mal gucken. Ist der alte Speicherstand noch im Clipboard? Das wäre natürlich geil. Aber wahrscheinlich nicht. Ne. Da ist der YouTube-Link. Was für einer überhaupt? Ich habe einen YouTube-Link kopiert. Ach so, eine Playlist. Ah ja, okay, ja. Hat zwar jetzt absolut nichts mit dem Thema zu tun, aber gibt euch den Anime. Ist ein Anime. Geiler Anime. Einer der wohl besten Animes überhaupt. Ich weiß nicht, ob das Ding einen deutschen Namen hat. Wie gesagt, im Japanischen heißt das Ding Sharkugan no Shana. Oder? Sharkugan no Shana. Genau. Sharkugan no Shana. Der hat drei Staffeln. Geiler Anime. Vor allem gibt es komplett auf YouTube. German Sub natürlich. Den Anime wird es wahrscheinlich leider nie auf Deutsch geben. Aber dafür habt ihr den Vorteil, könnt euch ihn euch kostenlos angucken. Weil jetzt läuft nicht lizenziert. Was ist das hier eigentlich? Final Fight. Ach so. Ich dachte, das ist eine Antwort. Ja. Geiler Anime. Hat jetzt nichts mit dem aktuellen Thema zu tun. Von daher weg. Schade. Das heißt, der letzte Speicherstand ist nicht mehr. Ach so, siehst du, ich kann es auch einfach wieder öffnen. Ich bin auch voll Idiot. Nein. Übrigens, falls euch mal interessiert. Von einem Thema ins nächste. Danke dafür, Merkel. Wenn es euch interessiert, wir machen vorher mal eine Quick Ascension. Damit wir nicht die ganze Zeit irgendwie rumlabern und nichts tun dabei. Weg damit. Bam. 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 Oh, direkt eine Kiste. So. Wenn euch mal interessiert, wie ein Speicherstand intern aussieht, weil, ne, ihr wisst ja, dieses ganze Lava-Gewirr und so. Dieser Command entpackt euer Speicherstand. Wollen wir es aber nicht, kann ich euch ja gleich zeigen. Was uns jetzt gerade interessiert ist. Oh, falsch geschrieben. Das. So, dann kopieren wir das Ganze mal. Ne, so sieht ja euer normaler Speicherstand aus. Ein Wirrwarr von Zeichen. Was das genau auf sich hat, habe ich mal rekonstruiert. Was soll ich jetzt machen? Halt, halt, halt. Genau. Da rein. Jetzt CH-Edit. Oder CH-Save-Edit. So, haben wir hier noch unseren alten Stand? Genau, 230 Rubis hatten wir. So, das heißt, wir haben eine Differenz. Ich mache mal hier gleich mal. Wenn wir schon so viel Scheiße gerade bauen, dann auch mal die Zeit aktiv nutzen. Achso, oder wir könnten wieder mal ganz viel Quick Ascension machen. Okay, überredet. Wir machen gleich nochmal ganz viele Quick Ascension. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Genau, nee, nicht sagen, sondern rechnen. Genau. Das heißt, wir hatten 230. Jetzt haben wir 2000, also ich habe knapp 1940, nee, 1840 dazu bekommen. 1840. Das heißt, eins, hatten wir auch schon 25. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Was sind das viele? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alter, 4.
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Alter, da kostet dich Langeweile. Wo war ich jetzt? Scheiße. Ich bin raus, kein Bock mehr. Na gut, dann halt nicht. Achso, siehst du, um jetzt die ganzen Ascension machen zu müssen, bräuchten wir erstmal so ein Ding, ne? Was ist hier los? Ja. Ja, komm. Interessiert gerade eh keinen. Rubine brauchen wir eh keine mehr. Das ist so bescheuert, Alter. Das ist so bescheuert. Schön, schön, schön. Oh, drei Rubine. Haben wir gleich innerhalb von 24 Sekunden statt 24 Stunden. Aber okay, es ist okay. Das kann er ja nicht wissen. Alter, der stockt auch schon wieder so hier. Das ist ja schlimm. Alter, ey, wir können... Das Problem ist halt, es driftet damit natürlich in die Ledges Lesses ab. Was? Also, in die... Ja, keine Ahnung, wie man auf Deutsch sagen würde. In die Legitimitätslosigkeit. Klingt doch bescheuerter. Ich glaube, wir lassen das mal mit dem Rubine-Farm. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile 2000. Das ist eigentlich schon, egal. Lass mal einfach so im Raum stehen. Wir können uns jetzt ein paar Relikte holen, ne? Oder ein paar Random Guilds oder weiß ja geil was. Wobei die beiden sind eigentlich scheiße, ganz ehrlich. Also wenn wir noch was holen, ja, wenn, dann höchstens Autoklicker. Siehst du, wie viele könnten wir uns jetzt eigentlich damit holen? Warte mal ganz kurz, dann muss ich mal ganz kurz rechnen. Also wir haben ja 1800 bekommen, also 1840, aber die 40 lasse ich jetzt mal weg. Das heißt... Gott, ist mein Rechner gerade ausgelastet, Alter. Gott, hier ist ja gerade alles aktiv. Zwei Clicker-Heroes sind offen, meine Mindset-Server sind ausgelastet. Naja, selbst ein einfacheres Touch-Rechner öffnen braucht gerade schon ein paar Sekunden. So, was? 350 plus 400 plus, oh ja, 450, plus 500, was ist jetzt richtig? Also nochmal, 350, 400, 450, 500. Genau doch. Nee, was? Was? Achso, ja. War ich das? Nein. Danke. So. 35, 40, 45, 50. Okay. Das heißt, wir könnten uns tatsächlich nochmal 4 Autoklicker kaufen. Lol. Ich meine, gut, wir haben jetzt schon 5 Autoklicker, ich glaube mal nochmal 4, macht halt einfach keinen Sinn. Es wäre halt geil, wenn man sich sowas hier kaufen könnte, ne? Aber das gibt leider alles nur per DLC und DLC, darauf haben wir keinen Zugriff, weil wir nicht über Steam spielen. Warum gibt es hier Steam-DLCs, wenn gar keine Steam-Version ist? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Das heißt, wir werden wahrscheinlich das ganze Hefe verwenden. Weil die Ascensions werden jetzt immer länger und länger und länger. Von daher kommen wir vielleicht irgendwann auch mal im Bereich, wo sich das hier lohnt. Also die hier unten garantiert nie. Aber die hier oben, wer weiß. Und ganz ehrlich, das hier nie kaufen. Also, wenn ihr zweimal das kauft, kommt ihr immer, egal was ihr macht, kommt ihr immer effektiver weg, als wenn ihr das kauft. Weil das hier, selbst wenn ihr hier Autoklicker drauf habt, gilt der Autoklicker während der Zeit nicht, soweit ich weiß. Also wenn falsch, mit korrigieren. Aber soweit ich es ausprobiert habe, heißt, wenn ihr 24 Stunden springt, dann berechnet er, was in 24 Stunden Idle-Zeit passieren würde. Also wenn das Game aus wäre. Also Autoklicker reagieren, also wäre nicht mitberechnet, aktive Combo wird nicht mitberechnet, allgemein aktives Spielen wird nicht berechnet, sondern wirklich so, wie wenn ihr es ausschaltet und 24 Stunden später wieder einschaltet. Mit dem einzigen Unterschied, dass das im einen Schritt berechnet wird. Das heißt also, wenn ihr gerade eine Combo habt, wird die zwar nicht berücksichtigt, geht aber dabei auch nicht kaputt. Die Combo geht halt einfach weiter. Ist ein bisschen kurios, aber okay, ist immer mal hingestellt. Fakt ist aber auf jeden Fall, das ist definitiv immer Idle-Zeit. Währenddessen passiert nichts, also auch kein Hochleveln von Monstern.
Wenn ihr also hier einen Aufkleber drauf habt, heißt es jetzt nicht, dass 24 Stunden lang berechnet wird, wie die ganze Zeit das Monster hochlevelt, sondern wie gesagt, 24 Stunden Spiel aus. Und wie wir alle wissen, wenn man 24 Stunden lang idelt, ist das halt bei weitem nicht so effizient, wie wenn man alle 8 Stunden mal vorbeiguckt und seine Monster hochlevelt. Ne? Das heißt, alleine wenn man jetzt 8 Stunden spielt, dann seine Monster hochlevelt, 8 Stunden spielt, sage ich schon, wenn man 8 Stunden idelt, nach den 8 Stunden kann man dann ja seine Monster hochleveln und dann wieder 8 Stunden idlen. Dann hat man insgesamt 20 Rubine verkauft, also bezahlt, und ist aber trotzdem bei weitem effektiver, als wenn man 24 Stunden für 20 Rubine idelt. Deswegen, diese Funktion ist quasi einfach useless. Bei der, okay, könnte man drüber streiten, aber ganz ehrlich, ich bezweifle selbst das. Ich glaube mal, mit 3x8 Stunden und dafür 2x die Monster hochleveln, selbst da ist man effektiver als bei 48 Stunden idlen. Stelle ich jetzt einfach mal so die Behauptung in den Raum. Ich habe selber noch nicht probiert. Ich meine, jetzt haben wir ja Rubine, wir könnten es also sogar mal probieren. ja. Aber wie gesagt, meines Erachtens nach, so wie ich die Welt sehe, in meinen Augen, Stereo, sollte man lieber mehrmals das hier benutzen, als einmalig irgendwas von hier unten. Ja. Ist halt so. Gut, was wird... Oh, halt, ich bin hier... Oh mein Gott, wie konnte das denn passieren? Haben wir jetzt noch ein Herz? Nee, ein Ei meine ich doch. Nö. Scheiße, irgendwie kommen die Eier auch seltener. Oder habe ich jetzt einfach nur falsche Erinnerung? Ja, wahrscheinlich wollte ich die ganze Zeit hier 80 Stück kommen liegen. Hä, wie ist das Ding? Das Ding aktiv. Hä? Habe ich das Ding irgendwann mal angeklickt? Wenn ich jetzt hier raufklicke, habe ich denn eine Vervierfachung, weil die Verdopplung verdoppelt wird? Funktioniert das so? Ich habe keine Ahnung. Für den Fall, dass es funktioniert, wäre es schön. Wenn nicht, ist mir das gerade auch egal. Ganz ehrlich. Nutzen wir eh für nichts anderes, von daher. So, ja, jetzt ist das natürlich komplett hier raus. Macht aber nichts. Sobald ich den hier hochgelevelt habe, reicht einfach seine Power, um alles zu zerstören. Tadam. Idle, sag ich schon. Instakill. Jütchen, dann würde ich mal sagen, ja, ich weiß nicht, was wir daraus lernen sollen. Vor allem weiß ich nicht, was wir jetzt machen sollen, wenn das wirklich bis zum 19. April so verbuggt ist. Ich habe offen gesagt keine Ahnung. Ich meine, gut, mittlerweile weiß ich ja, wie man diese Eichen wieder entfernen kann, indem man einfach nicht in die Mitte raufklickt, sondern am Rand oder außerhalb des eigentlichen Bildes, beziehungsweise wahrscheinlich im Bild der transparente Bereich. Ist jetzt, also, wenn man dieses Eichen hat, auf jeden Fall neben das Eichen klicken. Nicht ganz neben das Eichen, sondern nur knapp neben das Eichen, aber halt neben das Eichen klicken. Scheint zu funktionieren. Ja. Zumindest wenn man da drunter klickt. Mit da drüber klicken habe ich das auch noch nicht probiert. Kann nämlich sein, dass einfach die Klickfläche versetzt ist oder irgendwas komplett anders ist. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall wissen wir, wie wir die Eichel tatsächlich loswerden. Das heißt, nerven tun sie nicht. Aber wir könnten halt tatsächlich jetzt einfach pro Eichel und damit pro Ascension locker 25 Rubine bekommen. Ohne dass wir dafür irgendwas tun müssen. Wir müssen einfach nur warten, bis ein Eichel kommt. Und können das dann halt beliebig aufs Anklicken. Das heißt, zumindestens... also wie gesagt, nochmal so eine ganz viel Kurz-Ascension werde ich jetzt nicht machen. Vor allen Dingen habe ich da echt 50... Alter. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber wenn da einmal so... Wie gesagt, ich war ja... Was habe ich gemacht? Genau. Ich habe da ganz oft drauf geklickt, so fast in Trance. Als ich habe die ganze Zeit auf dem Bildschirm geguckt, ob da noch so eine Meldung kam mit Rubine erhalten. Wenn ich eine Weile lang so eine Meldung nicht mehr bekommen habe, runtergescrollt. Zweimal rauf geklickt, hierauf geklickt und bestätigt. Zugemacht. Also da waren ja zwei Fenster. Zugemacht. Wieder rauf geklickt. Wieder zweimal rauf geklickt. Wieder rauf geklickt. Bestätigt. Weggemacht. Wieder auch ganz oft rauf geklickt. Wieder runtergescrollt. Zweimal rauf geklickt. Rauf geklickt und so weiter. Und das, wie gesagt, ganz oft. Ja, scheinbar 50 Mal. Das Zeug macht schlimmer als Alkohol. Da hast du richtig zu Filmriss danach.
Ich dachte, ich hätte gerade mal dreimal gemacht oder sowas. Puh, aber 50 Mal, also pff, tut mir leid, Officer. Habe ich nicht gewusst. Ja. So, auf jeden Fall, genau, wir haben 9 E24 Hero Souls bekommen. Ach so, siehst du, wenn wir schon mal eine Ascension machen. Ha. Oh, lol, wer mit. Oh Gott, wie viel. Ui, 133% Primal Chance. Okay. Das klingt schon mal geil. So, 2 E24. Ist mir das zu teuer oder nicht? Da wäre jetzt fast Fünftel davon weg. Na, nee, ein Viertel mindestens. Ich mach mal 5 Level. Weil ich weiß, jetzt haben wir sowieso schon viel zu viel. Heißt also, jetzt müsste ich gar nichts kaufen. Aber später denn bei Level 5000 oder? Ich weiß gar nicht, wo ist gerade unsere Position. Oh, 7000 sogar schon. Ja, da dürfen wir definitiv weniger als 100% Primal Chance haben. Das heißt, es lohnt sich da dann doch schon ein bisschen. Nochmal alles tatsächlich auf Frostleaf. Wisst ihr was? Eigentlich können wir jetzt mittlerweile komplett anders arbeiten. Wir könnten mittlerweile sagen, wir schicken alles auf. Ja, ja, so, ja, siehst du, ich habe übrigens auch schon. Habe ich dir schon gezeigt gehabt? Ich konnte mittlerweile sogar schon Tsuchi kaufen. Ich sag mal, ich nehme alles auf Tsuchi. Mach aber 10 Stück auf Web. Und ein als Sprungbrett quasi auf Frostleaf. So. Macht das so Sinn? Du musst nicht andauernd alles umgilden, sondern musst halt einfach nur immer quasi hier einmal die Q-Taste drücken, damit bekommt er ja alle. Dann hier 10-mal draufklicken und hier einmal draufklicken. Dann, gut, ganz ehrlich, letztendlich können wir auch einfach immer wieder alles umschiffen, als alles auf Frostleaf, dann alles auf Web, und dann alles auf Tsuchi, weil ganz ehrlich, kostenmäßig ist das egal. Man spielt es hier sowieso nicht mehr. Also hier, die Stellen, die vorne sind, ändern sich dadurch sowieso gar nicht mehr, weil es kommen nach dem Punkt noch 24 Stellen. Und die 22. Stelle irgendwann ändert sich. Also ganz weit weg. Super bin ich. Von daher. So. 7E22 ist mir fast zu teuer. Ich meine, bei ihm lohnt es sich tatsächlich sogar noch. Wobei, der würde 10 Level dazu bekommen. Und seine Effektivität wird immer geringer. Das heißt, das lohnt sich wahrscheinlich eher. Ja, guck mal hier. Pro Level 0,4 Sekunden. Das heißt, das wären 5 Sekunden Maximum. Nee. Lassen wir raus. Das hier bietet sich schon eher an. Wie sind wir da gerade aufgestellt? 60%. Ja, klar, denn auf jeden Fall. Bam. Da haben wir schon mal 69%. Das bringt tatsächlich was. Das hier genauso. Und hier bringen wir auch auf 75. So. Was haben wir noch? Können wir rausschmeißen, brauchen wir nicht mehr. Das ist so bescheuert, Alter. Das ist so endlos bescheuert einfach. Oh Gott, was haben wir getan? So, dann leveln wir jetzt mal die Viecher hier. Okay, bis 1E12 kriegen wir es auf jeden Fall alle. Und der Stock hat. Ach so, weil ich das Ding immer aktiv habe. Ja gut, dann geh du mal bitte zu. Danke. Ah, und schon geht es wesentlich fließender. Sehr schön. Ja, zweimal Flashcam aufhaben, das ist natürlich ein Feind für jeden Computer. Vor allem, ganz ehrlich, ich würde sogar Flash zutrauen, dass beide Spiele über ein Thread abgewickelt wurden. Weil Flash ist ja so schon nicht Multithreading. Ja, doch, wurde, weil die CPU-Last ist überhaupt nicht runtergegangen. Das heißt, er hat so schon Flash alleine über einen einzigen Prozessor. Also nichts mit Multithreading, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Und wenn du mehrere Flash-Instanzen hast, laufen sogar alle über ein und denselben. Das heißt, du hast nur ein Thread und das für zwei Flash-Games. Danke dafür.
Aber wer erfindet denn so Müll eigentlich? Ich meine, wenn Flash an sich schon nicht multithreading-fähig ist, da kann man doch wenigstens dafür sorgen, dass mehrere Instanzen jeweils einen eigenen Thread haben. Also, das ist ja nun wirklich allerunterste Schublade. Ah ja. Wahrscheinlich kriegt man da Probleme mit dem Speicherschutz und so, solche Sachen, dass man denn nicht, wobei, ich weiß nicht. Nee, Quatsch. Arbeitet Flash mit VMs? Nee, Java arbeitet mit VM. Jetzt weiß ich nicht, ob Flash tatsächlich über die gleichen, also ob wenn man mehrere Flash-Games startet oder mehrere Flash-Applications startet, ob die dann über einen Interpreter laufen. Das kann natürlich sein. Wäre zwar auch ein bisschen dumm von der Grundstruktur her. Weil dann könnte sie auch dafür sorgen, dass wenn eine Flash-Application abstürzt, dass es dann alle ab. Obwohl ist es ja auch. Eben, doch, doch, das ist richtig so. Ja. Das heißt, die laufen alle über einen Interpreter. Eben, weil es war nämlich schon ein paar Mal so. Ich hatte schon ein paar Mal mehrere Instanzen offen. Und ab und zu kommt es halt vor, dass Flash einfach mal abstürzt. Und wenn Flash abgestürzt ist, dann sind generell alle Flash-Instanzen abgestürzt. Ja, das heißt, tatsächlich laufen alle Flash-Instanzen über einen Interpreter. Danke dafür. Wer erfindet eigentlich so einen Mist, ganz ehrlich? Das ist so ultra 1985-Niveau. Also, jetzt mal no homo, aber ganz ehrlich, ey, finde ich nicht in Ordnung. So gar nicht. So, gut, dann sind wir jetzt relativ gut aufgestellt. Ja, wir haben alle relativ gut hochgelevelt. Auch wenn wir jetzt. Wie sieht es gerade aus? Ascension. Die letzte war 1E22 und die jetzt. Alter. Einfach mal runterscrollen. Kann man irgendwie Einträge im Nachhinein löschen oder so? Nee, ne? Ach so, scheiße. Hero of Souls gained 0000000. Heißung 11111. Easy. ja. Was war ich gerade? Genau, 1E22 und naja, fast 1E5, also tatsächlich fast ein tausendfaches, aber eben nur noch knapp. Wobei hier ist fast 2E22, ne? Von daher eher ein 500-faches und nicht ein tausendfaches. Eieieiei. Es wird also langsam wieder träger. Ich meine, wir sind noch nicht so weit wie vor der Transaction, wo wir gerade mal ein Hundertstel hatten. Aber wir haben schon. Es wird auf jeden Fall langsamer. Das heißt, in ein paar Ascensions steht dann tatsächlich schon wieder die nächste Transension an. Aber wir haben jetzt schon 1,24. Das heißt, vielleicht schaffen wir es bis dahin wirklich noch auf 1,30. Oh, wir haben wieder ein Reißband. Was soll das eigentlich sein? Das sieht. Also, ich schätze mal, es soll ein Ei sein, weil es sieht auch so aus wie ein Ei, aber es sieht, hat auch eher so eine Form wie diese amerikanischen, sage ich schon. Diese japanischen Reisdreiecke. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Mann. Yay. Keine Rubine? Doch, da ist ja immer hinter dem Ei. Zwei Rubine, ein Rubin, eins, zwei, 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 eins, 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 zwei, eins, 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 zwei, eins, 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 zwei, eins, 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 zwei, eins, 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 was? Und keine Rubine mehr. Das heißt, jetzt kann man den wegklicken. Okay, es gilt also auch mit da drüber. Das macht. Kann denn sein, dass das Alpha-Wert, dass die Alpha-Interpretation einfach nur invertiert ist? Okay, das muss ich mal rekonstruieren. Ich muss mal gucken, bei der anderen Version, bei der, wo es funktioniert, wenn ich da neben das Ei klicke. Und es dann bleibt, dann liegt es tatsächlich daran, dass hier der Alpha-Wert falsch interpretiert wird. Macht aber technisch auch nicht wirklich Sinn. Naja, ist auch egal. So, auf jeden Fall. Achso, siehst du? Ha. Wait a second. Wait a second. Jetzt mal hier Butter bei die Fische. Wie viel hatten wir gerade? Habe ich das gespeichert? Ich hab's nicht gespeichert. Video. Oh, Alter, das ist voll Analyse-Video hier gerade. Was ist denn los, bitte? So, Schnauze. Dann zeig mal, was du hast. Show me what you got. 2073. Okay. 2000. Was mache ich hier gerade? 2073. Jetzt haben wir.
Ja, definitiv mehr als 25. Was? Doch, 2073 hatten wir, ne? Genau. Ich bin gerade zu so voll. Ich kann gerade nicht Kopf rechnen. Sorry, mein Kopf ist gerade voll. 2105 minus 2073 sind 32. Das heißt, man kann wirklich 25 mal raufklicken. Auch wenn man ab und zu mehrere Rubine bekommt. Also das ist interessant. Cool. Wieder was dazu gelernt. Easy. Schönes Ding, schönes Ding. Ja, aber wie gesagt, ich sag mal so, wenn ich mich wirklich dazu durchreißen lasse, dann halt wie gesagt pro Ascension halt maximal einmal 25 mal raufklicken. Merke ich dann sowieso nicht. Aber sowas wie, ne, vorhin mit diesen ultra kurzen Ascension, um richtig extrem zu farmen, ne, das ist dann doch ein bisschen zu heftig. Ich meine, wir haben jetzt innerhalb von einem Tag, ne, 1900 Rubine bekommen. Ja. Dazu muss ich, denke ich, nichts mehr sagen. Das ist einfach nur krank. Gut, ansonsten. Ja, haben wir mittlerweile fast Wettwettwett. Das heißt, hier reicht eine Vergoldung auf jeden Fall aus. Als Sprungchance zum Wettwettwett. Geilomato. Wobei noch haben wir knapp 1E40 an Gold, was wir überwinden müssen. Weil Wettwettwett kostet 1E235. Also noch sind wir eigentlich ganz schön weit entfernt. Wenn man das jetzt mal so betrachtet. Na gut, ich meine, selbst wenn das nicht reicht, dann gebe ich als Frostleaf nicht eine Vergoldung, sondern 10 Vergoldungen, dann reicht es auf jeden Fall als Sprungchance. Meine Haare richtig scheiße im Gesicht hier, ey. Goddammit. Ab morgen habe ich wieder Glatze, schwöre ich euch. So, 65%. Gibt es hier eigentlich was für Klicks auf Dingsda-Bumster? Mal gucken, warte. Clicking per second chance, critical, nein. Ascension, Wölder, Ritual, Ruby klickt, es ist 25, genau. Transcension. Relikt. Last 3 Tage. Okay. Highest. Das Ruby, gibt es hier keine Allgemeinanzahl, wie viele Rubis man bereits irgendwie jetzt in der letzten Zeit? Nee. Na gut. Schade eigentlich. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade gucken? Digga, ich bin heute so durch. Es ist einfach zu viel passiert heute. Dieser Bug, der zerbackt meinen Kopf. Dabei bin ich nicht mal Bäcker. Ach genau, ich wollte gucken, ob hier diesen Clickable anklicken. Ob es dafür Dingsabums da gibt. Hier so eine Achievements. Das wollte ich gucken. Aha, das sind diese Orts, diese Helfer. Das ist Ascending, Skills, Minutenquests. Monster Level. Das ist für Zone. Ne. Da gibt es dafür scheinbar keine Achievements. Oder ich habe schon alle und finde es deswegen nicht. Das ist natürlich ein bisschen traurig, was das hier alles. Quest for Skills, Quest for Rubies, achso. Quest for Relikte haben wir jeweils auch schon 5. Was ist das hier? Achso, einmal Transzenden. Ja, da geht für diese Relikte, für diese Clickables tatsächlich scheinbar keine Achievements, die man da irgendwie sammeln kann. Schade. Weil wenn, dann hätten wir jetzt alle. Ach so, für die Engine Souls. So, haben wir gerade mal 110. Ist ja. Oh, da brauchen wir noch ein bisschen, bis wir das hier haben.
Na gut. Schon wieder ein Ei. Aber jetzt, wie gesagt, leider keine Rubine mehr. Das Witzige ist, sobald ich ihn jetzt anklicke, gilt er halt intern als abgehakt. Das heißt, sobald man ihn einmal anklickt, kommt bald auch das nächste Ei. Das ist krank. Das ist einfach nur. Mal gucken, ob wir es jetzt sogar hinbekommen, noch innerhalb des Let's Plays. Wobei, das Let's Play, ich glaube, das könnte ich mittlerweile sogar fast beenden. Wir haben jetzt nichts mehr zu machen. Eigentlich sind wir soweit durch. Ich meine, wir können jetzt noch warten bis 235, dass wir hier auf Wert umsteigen können, aber wozu? Ich meine, wie man Helden kauft, wisst ihr. Gut, so gesehen, wie man das ganze Spiel spielt, wisst ihr. So gesehen ist das gesamte Let's Play unnötig. Mal ganz davon abgesehen. Ja. Genau, das wollte ich euch noch zeigen. Was bist du? Achso, die Aufnahme. Safe Game. Also, Kauderwelsch. Kauderwelsch verrät uns schon mal viel. Ja? Einem geschulten Programmierer wie ich, okay, sieht in so einem Kauderwelsch sofort durch. Genauso wie ein guter Programmierer auch Binärcode lesen kann. Man kann einfach als guter Programmierer Hexedit ein beliebiges Programm, ja? Also ich mache zum Beispiel mindtest-git bin. Fängt gut an. Mindtest bin. Mindtest. Bumm, ja? Und ja, ich weiß genau, was das hier für ein Befehl ist, die Parameter von dem Befehl, ich weiß, wo der Einsprungspunkt ist, ich kenne die Attributen, ich weiß, wo der Stackpointer ist, ich kenne RX-Register. Kennt man ja auch aus den ganzen Filmen, ne? Richtige Hacker, die gucken sich keinen Quellcode an, sondern gucken sich das hier an und können direkt sofort erkennen, Buja, wobei, nein, die machen nicht das hier, das wäre langweilig. Die machen, hallo? Das hier. Jetzt sieht's geil aus. Jetzt ist so richtig Programmierer CIS-Style hier so. Oh, aha, da ist der Virus. Ja, habe ich direkt gesehen. Ja, ja, garantiert nicht. Digga, ich verstehe nicht, wie diese ganzen. Es, genauso wie dieser Typ. Habe ich dieses Skript noch auf dem Rechner? Ich muss mal gucken. Wie hieß denn das Ding? Hieß es direkt Hollywood? Das hieß, glaube ich, Hollywood, oder? Ja, Hollywood. Komm, bitte. Brauch ein bisschen zum Starten. So sehen so typische. Ja, es gibt ein Skript, das heißt richtig Hollywood. Das macht genau das, was in Hollywood-Filmen immer auf diesem Bildschirm abgeht. Okay, sogar mit Musik. Dumm. Ja, aber genau so, wenn über die ganzen Hacker gezeigt, das ist halt einfach traurig. Dabei hat das halt nichts mit Hacker sein zu tun. Hacker brauchen genauso Quellcode wie alle anderen auch. also hier, ne, mit dieses typisches Matrix und sowas alles. Ja. So, jetzt muss man ganz kurz gucken, wie ich das nicht beende. Der hat kein Endcursus? Doch, hat er. Ach, ist einfach Screen. Okay. Ah, gut. Na gut, dann können wir einfach Screen A und da. Wo ist das? Achso. Na komm. So, easy. Abgebrochen. Jetzt. Okay. So, auf jeden Fall, ne? Binärcode lesen kann ich natürlich nicht. Kann kein Hacker. Also okay, das, ich weiß nicht, es gibt Leute, die kennen von x86er Code zum Beispiel, oh, es läuft immer noch im Hintergrund diverser Shit. Läuft Hollywood immer noch? Nö.
Bitte einmal. Danke. Jetzt. Sehr schön. So, siehst du, so arbeiten Hacker. Einfach mit einem Befehl, ein Fenster, ein bisschen rum. Ja, okay, das ist alles. So. Es gibt Leute, die können tatsächlich den, Gott, wie heißt denn das? Man, Mann, Mink, also diesen Binärwert von Befehlen können manche auswendig. Das ist auch nicht schwer. Aber jetzt wirklich einfach so ein Hexdatei zu sehen und direkt zu wissen, aha, das ist das, das ist das, das ist das. Man kann auf bestimmte Muster, kann man schießen, was da sein könnte. Zum Beispiel, wenn man da sehr viel Kauderwelsch hat, also ne, ganz viele verschiedene Zeichen, dann ist das in der Regel wirklich Instruction Code. Wenn man da so hat, wie hatte wie bei uns, dass man eine Zeichenkette hat, Leerzeile, Zeichenkette, Leerzeile, dann ist das meistens Daten in Unicode. Oder wenn man da halt sehr viel Text hat, dann sind es meistens irgendwelche Datenfelder, wo dann Strings hinterlegt sind. Und solche Sachen. Das kann man schon so unbedingt ungefähr drauf schließen. Aber jetzt wirklich Codeblöcke wiedererkennen, ist eher sowas Hollywood. Aber tatsächlich kann man aus dem hier schon eine Menge Rückschlüsse ziehen. Wenn man so etwas sieht, kann man daraus schon eine Menge Rückschlüsse ziehen. Weil das Erste, was man sieht, warte mal ganz kurz, ich mach mal hier. Genau. So. Das Erste, was man direkt sieht, das sind alles Zeichen, die man selber schreiben und lesen kann. Das heißt, hier gibt es keine Hieroglyphen drin, sondern einfach nur N, also Buchstaben, Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und ein paar Sonderzeichen wie Strich, Strich oder auch mal ein Plus, aber jetzt keine großen Sonderzeichen, irgendwelche hieroglyphischen Zeichen oder sowas. Das lässt einen schon darauf schließen, dass es eine bestimmte Notation hat. Und eine der bekanntesten Notationen ist Base64. Mit Base64 kannst du beliebige binäre Zeichen in Les-, Schreib- und sendbare Zeichen umsetzen. Das heißt, diese Datei wird wahrscheinlich Base64 verschlüsselt sein. Also schicken wir diese Datei durch einen Base64-Decoder, dafür dieses D. So, dann bekommen wir einen extrem Kauderwelsch, weil wir dann ja wirklich reine Binärdaten haben. Aber diese Binärdaten, ich flüse das Ding mal hier ein bisschen auf. So, damit man auch sehen kann, wie das Ding hier arbeitet. So. So, und dann noch Base64 Decompress. Jetzt haben wir schon Kauderwelsch, ne? Das sind jetzt wirklich diese rein Binärdaten, die man nicht mehr lesen kann. Aber man merkt am Anfang, wenn man das jetzt durch einen Hex-Decoder laufen lassen würde, hätte man hier am Anfang diese typischen Startsignaturen von GZ. Das heißt, wahrscheinlich ist dieses Ding in irgendeiner Art und Weise komprimiert. Also kann man jetzt verschiedene Komprimierungslogarithmen probieren. Beziehungsweise, nein, hier sieht man noch gar nichts. Eben, hier gibt es ja kein GZ-Select. Okay, jetzt kommt etwas, worauf man tatsächlich nicht selber kommen könnte. Auch ich würde das jetzt wahrscheinlich nicht selber erahnen. Am Anfang stehen ein paar Trash-Daten. Und zwar ein sogenannter Hash-Wert. Deswegen müssen wir quasi in dem Base64 ein bisschen weiter nach hinten springen. Das macht das Ding hier. Das heißt einfach nur, dass quasi... dass die ersten paar Zeichen, und zwar genau bis, glaube ich, hier, die werden ignoriert. Das heißt, ja, man bekommt nicht mehr das zurück, sondern man bekommt, wie viel war das? 33, genau. Also für 32 Zeichen ignorieren. Ups, da habe ich hier zwei Pipes drin. Jetzt würden diese paar Zeichen hier vorne übersprungen. Man beginnt also direkt mit dem ENRT. Ne? Also ab hier. Das wird übersprungen und es beginnt mit dem ENRT. Das ist jetzt legit Base64 Code.
Das heißt, den kann man jetzt durch Base 64 jagen. Das geht halt, wie gesagt, hier mit Base 64, Decode. Und jetzt hat man binäre Daten, die mit einer Signatur beginnen, die halt geht, also die halt komprimierungstypisch ist. Das sind so bestimmte Sachen, okay, die kennt man als Programmierer, der sich mit Komprimierungen, Quatsch, als ITler, der sich mit Komprimierungen auskennt, der erkennt sowas halt dann doch tatsächlich wieder. Das ist das, was ich meinte. Bestimmte Sachen kann man wieder erkennen, wenn man sie selber häufig kennt, also häufig macht und dadurch halt auswendig kennt. Das heißt, man wird davon ausgehen, dass das jetzt hier keine Nutzdaten sind, sondern komprimierte Daten. Sprich also, ein geübter Programmierer würde jetzt hier verschiedene Sachen probieren, zum Beispiel gzip, decompress, Standardeingabe oder für, also wow, genau, gzip oder vielleicht auch direkt ein zip-Format oder vielleicht auch bzip2 oder bzip2 oder verschiedene Sachen durchprobieren. Und eines der klassischsten Varianten ist halt dieses klassische, weiß ich gerade gar nicht, wie es ausgeschrieben wird. Also es ist einfach Z komprimiert. So. Und das sind halt den entsprechenden Befehl dafür. Und wenn man diesen ganzen Kauderwelsch, der jetzt hier oben steht, damit noch dekomprimiert, dann hat man die tatsächlich lesbaren Daten aus dem Safe Game. Das ist das Klambüsel, was in deiner Speicherdatei drin steht. Das, was sich quasi hierhinter verbirgt. Also das Ganze einmal komprimiert, dann Base 64 verschlüsselt oder kodiert und dann wird daraus ein Hashwert erstellt und der wird noch vorne rangehangen. Das ist denn das, was das hier ergibt. Ja, wollte ich nur mal gezeigt haben, wollte hier vorhin mit aufgeblitzt ist, damit ihr wisst, was das Ganze hier zu bedeuten hat. Das ist quasi einfach ein wunderschöner Befehl, um zu gucken, was in so einer Speicherungsdatei drin steht. Ich muss natürlich jetzt auch sagen, wie gesagt, ich habe schon gemerkt, ich habe schon gesagt, auf manche Sachen wäre ich selber nicht gekommen. Das hier zum Beispiel, ich habe zwar früher auch mal ein bisschen rumexperimentiert, kam aber daher nie darauf, dass hier vor ein Hashwert steht. Deswegen bin ich damit hängen geblieben. Und der Befehl tatsächlich, der ist nicht von mir, sondern der steht so im Wiki. Also wie gesagt, ich bin kein Hacker, ich bin nicht allwissend. Aber so die Grundvorgehensweise, die habe ich euch jetzt halt näher gebracht, wie man das normalerweise so macht. Und wir haben jetzt mittlerweile tatsächlich wieder zwei. Yay, jetzt kann ich den auch noch anklicken, jetzt kommt später noch ein dritter. Das ist so traurig. Das ist so endlos traurig. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz, wenn ich jetzt hier im Ei klicke, genau, dann bleibt er da. Egal, wo ich hinklicke, solange wie ich im Ei bleibe, bleibt er da. Und sobald ich jetzt hier am Ei vorbeiklicke, verschwindet er auch. Okay, das heißt, es ist tatsächlich, dass hier der Alpha-Wert irgendwie fehlerhaft interpretiert wird. Manchmal hier daneben. Bap, ist er auch weg, tatsächlich. Ah. Lol. Weil dieses kleine Ei, was angezeigt wird, ist natürlich kein Ei, sondern in Wirklichkeit ist das natürlich ein viereckiges Bild. Ist ja PC-Game und PC-Spiele arbeiten mit Texturen, also mit Bildern. Und das ist natürlich das, was um Ei drumherum ist, halt einfach transparent. Und genau da, bei der Implementierung dieses transparenten Bereichs, da scheint wohl ein Fehler unterlaufen zu sein. Seltsam. Aber ist halt so. Mit Clicker Hero werden wir noch viel Spaß haben. Das schwöre ich euch. Und wir können tatsächlich Wett kaufen. Yay. Ja, wie gesagt, 236, weil wir 1225 sind. Wie gesagt, normalerweise genau 235. Ja, genau. 1E 235. Wir sparen ja bei uns die Hälfte. Oder auch nicht. Ach nee, doch, per Agent, ne?
Genau, hier. Wir sparen die Hälfte, knapp 50%. Und deswegen halt nicht 1E35, sondern halt 5E34. Ne? Die Hälfte von 10 ist 5. So, dann setzen wir auch hier mal den Klicker auf den Abzug. Und dann werde ich halt offscreen irgendwann mal, wenn es soweit ist, dann halt den Abzug hier auf den setzen. Wenn es soweit ist. Achso, siehst du hier oben die beiden noch kaufen? So. Da war auch noch mal ein bisschen Goldbonus und DPS-Bonus. Hier oben haben wir alles gekauft. Ja, dann würde ich mal sagen, nach ganz viel Scheiß und ganz viel Rumgequatsche, ich brauche eine Pause. Und zwar nicht nur heute, sondern auch morgen. Das heißt, die drei Folgen jetzt, die ich aufgenommen habe, kommen wie gesagt am Montag. Also für euch geht es ganz normal weiter. Pro Tag einfach drei Folgen. Diese Woche auch auf jeden Fall nochmal am Sonntag. Das heißt tatsächlich von Montag bis Sonntag pro Tag drei Folgen. Ab nächster Woche muss ich gucken, ob ich auch sonntags mache oder dann tatsächlich wieder auf dem klassischen Plan, also nur montags bis Samstag. Aber bis dahin ist noch Zeit. In dem Sinne. Siehst du, wann kommt die Folge jetzt eigentlich raus? Die Folge kommt in 3 Wochen. Eins, zwei. Was? Wait a second. Hat jetzt automatisch übergesprungen. Tatsächlich, er hat genau automatisch übergesprungen. Also 1, 2, 3. An dem Tag. Nee, also am Montag, an dem Tag kommt die Folge. Das heißt, wenn er jetzt so wirklich bis zum 19. geht, dann könnt ihr das sogar auch noch ausprobieren, wenn ihr die Folge seht. Dann ist nämlich die Aktion immer noch aktiv. Lol. Und wenn nicht, dann nicht. Vielleicht habt ihr das auch schon selber herausgefunden. Verstehe es aber nicht, Alter, dass das niemandem aufgefallen ist bisher. Oder die Entwickler haben gesagt, scheiß drauf, wenn es niemandem aufgefallen ist und sich bei uns gemeldet hat, ignorieren wir es einfach, weil wir nicht mehr aktiv entwickeln oder so. Ja, hier konnte ich es bisher noch nicht testen, weil ich hatte bisher hier noch keine Rubine. Danke dafür. Keine Rubine, sag ich schon. Keine Clickables. Weil ich halt immer nur relativ kurz on bin. Und wenn ich on bin. Ja, wie gesagt, über die kurze Zeit kommt denn meistens nichts. Ich hatte schon ewig nichts mehr, fällt mir gerade mal auf. Traurig. Sad life. Echt sad life. Aber gut, was soll's. Dafür bin ich ja Gamer geworden. In Klammern, nein. Wenn ich Gamer wäre, müsste ich auch die ganzen scheiß AAA-Titel spielen. Und die gefallen mir alle nicht. Die sind alle scheiße. Ja. Jetzt habe ich euch gegeben. Ich hoffe, ihr leidet. Habe ich heute schon gegen Boss gekämpft? Ja, ne? Doch, gegen heute habe ich gegen Boss gekämpft. Ach, geh mal weg hier. Da. Da. Genau, haben wir schon collected. Weil wir müssen langsam entscheiden. Na gut, wie gesagt, morgen mache ich sowieso keine Aufnahmen. Mache aber morgen Bossfight. Das heißt, für morgen ist sowieso. Und dann übermorgen kann ich auch wieder Bossfight machen. Weil wie gesagt, wir sind jetzt schon langsam am Abbremsen. Das heißt, allzu lange wird diese Transaction wahrscheinlich nicht mehr gehen. Es kann also durchaus sein, dass wir morgen, also für euch morgen. Morgen Abend dann tatsächlich schon Transcenden wieder. Wobei, das wären halt gerade nur noch 2 Essentials. Das wäre vielleicht ein bisschen sehr wenig. Aber mal gucken, vielleicht ziehe ich das Ganze dann doch noch mal 2 Tage. Also quasi dann übermorgen Abend Transcenden. Müssen wir mal gucken, wie lange wir jetzt noch hier flockig durchkommen. Sind schon wieder. Weg damit, braucht keine Sau. Alles so useless. Ja, von daher würde ich mal sagen, du kommst weg und wir sehen uns.
Für euch morgen, für mich übermorgen. Bis dahin, schau mit V und so ähnlich. Ja, gut.